So, zweiter Teil. Wir machen weiter. Wir haben uns ja jetzt im ersten Teil gerade eben angeguckt, wie wir das jetzt hier zeichnen. Und jetzt geht es sozusagen nochmal darum, das mit konkreten Zahlen zu belegen. Das ist ja manchmal so ein bisschen schwierig, wenn man sich jetzt sagt, wo kommen denn jetzt eigentlich meine Zahlen her? Das heißt, wir bauen uns das jetzt nochmal zusammen. Das heißt, das ist hier nochmal die gesamte Tabelle. Und da müssen wir nochmal uns sammeln. Was ist nochmal was? Also, wir haben einmal hier die X-Werte. Das sind sozusagen unsere Weight-Werte. Ich habe die hier einfach nur X genannt. Ich könnte die noch nochmal Weight nennen. Dann haben wir hier unsere Jump-Length-Werte. Das sind sozusagen unsere Y-Werte hier. Und jetzt kommt auf einmal so was ganz Komisches. Jetzt kommen auf einmal Y-Dach-Werte. Hier Y, also nicht Y, ja, Y-Dach. Das ist mein Y, also im Englischen ist das Y-Hat, also Y-Hut. Und im Deutschen heißt das Y-Dach. Das sind unsere, diese hier in den, also Entschuldigung, dass das Ganze immer 95 Namen hat. Aber es ist halt so. Das sind hier unsere, damit Sie es auch im Englisch wiederfinden, das sind unsere Fitted Values, also unsere gefitteten Werte. Das sind die Zahlen, die auf der Geraden liegen. Hä? Was soll das denn jetzt heißen? Wo kommen die denn her? Also, Sie haben natürlich ein Y. Ja? Also, Sie haben natürlich einen Y-Wert. Nehmen wir mal diese Zahl, nee, nehmen wir mal den hier. Ah, andersrum so. Diese Zahl hier, die liegt hier oben irgendwo und ihre Gerade liegt ja hier unten. Das heißt, wenn Sie jetzt hier runtergehen zu dem X-Wert bei 2, also bei 1,99, dann nee, schon bei 2, dann x gleich 2 hier, dann haben Sie einen Y-Wert von 2,6. Das ist diese Beobachtung hier oben. In der Sekunde, wo Sie aber eine Gerade durchzeichnen, also die bestmögliche, das ist hier diese rote, dann liegt auch ein Punkt auf der Gerade, wenn x 2 ist. Und der ist 1,9. Nochmal, Sie haben ja hier ein x ist 2, dann zeichnen Sie hier den Punkt ein bei 2,6. Das machen Sie ja für alle Punkte. Dann zeichnen Sie eine Gerade durch und in der Sekunde haben Sie natürlich auch einen Wert bei 2, der auf der Geraden liegt. Der liegt dann hier. Da ist ja die Gerade. Und dieser Wert, das ist 1,9. Und das nennen Sie dann den gefitteten Wert. Beziehungsweise schreiben Sie Y-Dach hin, weil natürlich, wenn alle Punkte auf der Geraden liegen würden, wenn alle Punkte auf der Geraden liegen würden, dann wäre natürlich Y gleich Y-Dach. Das ist natürlich seltenst der Fall. Sie haben ja immer eine Abweichung. Also Sie müssten dann schon diesen Fall vorliegen haben, dass Sie dann alle Zahlen auf der Gerade haben. Also wenn Sie sowas jetzt hier hätten, dann haben Sie natürlich Y ist Y-Dach, weil Sie ja gar keine Abweichung haben. Aber natürlich haben Sie meistens dann irgendwie dann nochmal so eine Zahl hier und eine Zahl hier und dann haben Sie automatisch eine Abweichung da drin. Ja. Deshalb generieren Sie sozusagen nochmal einen Vektor an Zahlen, die sozusagen x mit der Geraden beschreibt. Okay, und wenn das vorliegt, dann können Sie auch die Residuen berechnen, also die Epsilons. Das sind ja die Abstände, nochmal ein bisschen noch deutlicher. Sie haben eine Gerade. Dann haben Sie hier, müssen Sie ja mal einen Wert oben, einen Wert unten, Wert oben haben. Und dann haben Sie automatisch Werte, die auf der Geraden liegen.
Ja, diese Werte, die auf der Geraden liegen hier, das sind ihr Y-Hat. Und die Werte, die sie beobachtet haben, das hier sind ihre Ys. Und wenn Sie natürlich diesen Abstand, also diesen numerischen Abstand berechnen, diesen Abstand hier, diesen Abstand hier, das sind Ihre Residuen. Und je kleiner Ihre Residuen sind, desto besser ist natürlich Ihre Gerade, weil dann Ihre Gerade faktisch jeden Punkt erwischt. Das ist sozusagen der Abstand davon. Und den berechnen Sie hier für jeden Punkt natürlich. Weil jeder Punkt, warum für jeden Punkt? Weil natürlich es gibt immer das Paar XY-Paar und dann gibt es natürlich auch immer das XY-Dachpaar und dann haben Sie natürlich immer eine Abweichung. Und wie Sie sehen können, das ist hier nochmal ganz konkret dargestellt hier. Sie rechnen Y, der Y-Wert hier ist 1,2. Das ist der, den Sie beobachtet haben. 1,38 ist der Wert auf der Geraden. Das ist hier. Und dann rechnen Sie diesen Abstand hier aus. Und dieser Abstand ist minus 1,8. Und so rechnen Sie immer weiter alle Epsilons aus. Jeweils immer diesen Abstand ausgerechnet. Und dann kriegen Sie Ihre Epsilons hier hinten raus. Jetzt ist es aber so, wenn Sie das machen, schreibe ich einmal hin, sind Ihre Epsilons normal verteilt mit 0 und einer Varianz. So, was heißt das? Sie haben normal, also Ihre Epsilons folgen einer Normalverteilung. Und in der Mitte ist sozusagen die Gerade und drumherum um die Gerade sind sozusagen Ihre Epsilons verteilt und im Mittel sind Ihre Epsilons 0, müssen sie sein. Sonst funktioniert das nicht, denn Ihre Gerade läuft ja durch die Mitte der Punkte und das heißt, Ihre Punkte müssen gleichmäßig im oberen Bereich, im unteren Bereich liegen und das heißt, im Mittel sind Ihre Epsilons, haben die einen Mittelwert von 0. Wenn Sie also diese Zahlen hier aufaddieren, müssen Sie einen Mittelwert von 0 kriegen. Anders geht's nicht. Weil sie ja gleichmäßig oberhalb und unterhalb liegen. Deshalb haben ihre Epsilon einen Mittelwert von 0. So, dann haben sie im Prinzip einmal den Teil gezeigt, wie sozusagen die Sache, also wie das numerisch sich aufbaut. So, das heißt, kurz gucken, das ist sozusagen, und das gucken wir uns jetzt gleich nochmal in einer Aufgabe an, damit wir das hier gleich im Kontext machen, weil wir haben ja jetzt hier so ein bisschen andere Möglichkeiten im Online-Bereich, da gucken wir uns gleich nochmal eine Aufgabe zu an. Das heißt, Sie haben jetzt hier Ihr Epsilon berechnet, das optimiert und jetzt schauen wir uns einmal dazu gleich mal die Aufgabe an, damit Sie das nochmal wiederholen können.